Guten Morgen und grüße euch aus dem schönen Niederösterreich. Ich kann leider kein Bayerisch. Hätte heißen sollen, guten Morgen und liebe Grüße aus Niederösterreich. Ich bleibe in meinem österreichischen, niederösterreichischen Dialekt. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Watch at My Watch. Ich war jetzt länger nicht online, aufgrund zeitlichen Mangels ein Video aufzunehmen. Hört sich immer so lächerlich an, aber ich bin einfach so allein, was das Thema angeht, und ich brauche zum Schneiden und Anführungszeichen einfach, glaube ich, 2-3 Stunden. Und habe ich einfach zur Zeit nicht die Zeit. Jetzt aber wieder gefunden, Gott sei Dank. Ich darf euch heute eine neue Uhr unboxen und vorstellen, nämlich die Karl F. Bucherer Manero Autodate. Die Bucherer Gruppe dürfte euch allen bekannt sein, ist im Prinzip ein extrem bekannter Konzessionär von diversen Top-Marken, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, ich weiß gar nicht, wirklich, ja, Karl F. Bucherer eben auch, Tudor, keine Ahnung, könnt ihr ja dann selber nachschauen, man hat extrem viele Marken, ja, und ist auch sehr groß. Was das Thema angeht, ich glaube, die setzen 4,7 Milliarden Euro im Jahr. Das heißt, die machen schon ein bisschen ein Geld. Ja. Aber die Buchergruppe hat eben zusätzlich noch eine eigene Uhrenmarke. Das ist Karl F. Bucherer, das ist der Gründer von Bucherer. Die Buchergruppe gibt es seit 1888 und die Marke Karl F. Bucherer gibt es seit 1918. Ist im Prinzip ein Familienbetrieb. Und ist es noch immer, was ganz interessant ist, zurzeit leitet das Unternehmen, also der Eigentümer des Unternehmens ist der Jörg G. Bucherer. Und der Geschäftsführer ist der Sascha Möhrer, glaube ich, seit 2009, und der vermarktet eigentlich die Uhrenmarke Karl F. Bucherer sehr gut. Ja. Wie bin ich auf die Uhr gekommen? Ganz einfach, John Wick, das ist peinlich, ein bisschen peinlich ist. Ich will gar nicht sagen Actionfilm. Oh, es ist ein Actionfilm, aber es wäre einfach extrem viel Leute umgebracht von Johnny Quick, gespielt von Keanu Reeves, und der trägt eben eine Uhr, und ich habe gedacht, das ist eine interessante Uhr, klassisches Design, was ist das? Und dann bin ich draufgekommen, okay, ist Karl F. Bucherer, gegoogelt und mir dann diese Uhr besorgt bei Bucherer, ohne Werbung zu machen, aber das ist dann irgendwie ja logisch. Genau, und ja, ist ein Manufaktur-Uhrwerk, ist alles in-house hergestellt, soweit ich weiß. Und von dem her ist die Marke eigentlich sehr interessant. Familienbetrieb, stellt nur 25.000 Stück im Jahr her. Ist im Vergleich zu Rolex mit 800.000 Stück doch eigentlich exklusiver, kann man einfach so sagen. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist tatsächlich sehr gut. Ja, freue mich, dass ich euch im nächsten Schritt dann einfach die Uhr vorstellen darf. So, liebe Leute, jetzt kommen wir endlich zum Unboxing-Teil der Uhr. Ein kleiner schicker Karton. In dem Karton befindet sich was? Wir haben gleich entdecken. Ein kleines Lederetui. Eine Lederbox, in der sich die Uhr dann befindet. Seitlich haben wir noch, schauen wir sie auch kurz an, haben wir noch die Bedienungsanleitung und die Garantiekarte. Und das ist natürlich mehrsprachig. Genau. Frosch im Hals. So. Und jetzt kommen wir dann tatsächlich endlich zur Uhr. Schauen wir auf die Seiten. Und das muss ich sagen, hat mir schon sehr gut gefallen. Das ist kompakt, aber doch sehr schick. Also das ist, mal riechen, das ist echtes Leder. Das mit dem Logo, ich meine, das ist schon sehr, sehr schick. Ja. Und ich finde einfach ein bisschen was Besonderes. Anders wie das andere Marken eben machen. Und dadurch gefällt mir das schon sehr gut. Und jetzt haben wir da schon diese schöne Karl F. Bucherer. Ja, ich würde es Anzuguhr bezeichnen schon fast. Ja. Also, das ist übrigens das Manufakturkaliber CFB 1965. Wie gesagt, alles in-house produziert. Das gehen wir es einmal runter, dass wir da mal einen Kontrast haben. Box
da mal kurz auf die Seite. Wirklich sehr schön. Das Ziffernblatt ist wirklich sehr interessant aufgrund dieser Schattierungseffekte, die man am äußeren Ring hat. Ich hoffe, die Kamera kann das ein bisschen einfangen. Ist schon, macht es dadurch einfach ein bisschen abwechslungsreicher, ja? Würde ich jetzt mal so sagen. Sonst ist es eher schlicht gehalten, aber trotzdem wirklich, ist einfach sehr fein verarbeitet. Die Flanken hier sind poliert, sind glaube ich alle Flächen poliert, bis auf beim Steg hier, das schaut gebürstet aus, der Rest ist poliert, ja. Haben wir auch den schönen Glasboden, das ist natürlich auch Saphirglas. Ich finde es immer schön, wenn man natürlich das Gehäuse sieht, ja. Das ist das Gehäuse CFB 1965, wie gesagt, der Manufaktur Uhrwerk, wird alles in-house hergestellt. Das Armband, das Lederarmband, da haben wir eine Dornschließe, ist aus Krokodilleder. Sascha Möhre in irgendeinem Interview hat gesagt, er betont, dass das ein Zuchtleder ist. Ich weiß nicht, ob das das jetzt für die Viecher besser macht. Aber ist ganz schick. Das muss man so sagen, es ist schon sehr steif am Anfang, ja, beim ersten Mal tragen. Was gibt es noch zu sagen? Sie hat die Datumsanzeige auf 3 Uhr, eine Gangreserve von ca. 42 Stunden. Ja, natürlich der Durchmesser der Uhr sind 38 mm. 38 mm Durchmesser in Höhe von 8,75 mm. Ich trage es dann gleich auf dem Band. Ja. Ja, absolut schön. Polierte Flächen, wie gesagt, auf der Krone ist auch das Bucherer Logo nochmals drauf. Datumsanzeige auf 15 Uhr. Ja. Ja. So, und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz, bevor wir die Uhr dann anlegen, und ich stelle dann noch ein paar Bilder natürlich von der Uhr online, die Box an. Die Box kommt dann mit einem kleinen Zusatzfach an, wo man nochmals findet ein Mikrofasertuch und ein kleines ja, Tüchlein, wo man die Uhr natürlich dann sicher verstauen kann, verkratzen. Das ist aber nicht alles. Ich habe dann noch zusätzlich von der Verkäuferin von Bucherer ein kleines Reiseetui bekommen. Schaut so aus. Man kann dann die Uhr hier in den Polster, das ist wirklich gut geschützt, ist super weich, hier auf den Polster geben, dann reinstecken und dann nochmals umwickeln, und das Ganze ist dann tatsächlich, glaube ich, sehr sicher. Ja. Wie gesagt, das hat man dann einfach als kleine zusätzliche Aufmerksamkeit mit dabei. Ja, was gibt es zur Uhr noch zu sagen? Wie gesagt, sie wird von John Wick in Teil 1 bis Teil 3 getragen. Und er trägt sie immer anders auf dem Handgelenk, nämlich mit dem Ziffernblatt auf die Innenseite, ja, also vom Unterarm. So, ich werde die Uhr jetzt gleich einmal tragen. Ja, bitte vergesst nicht, dass ihr ein Like da lasst, beziehungsweise meinen Kanal einfach abonniert. So. So sieht das Ganze dann am Handgelenk aus. Ich habe eher dünnere Handgelenke. Trägt sich aber dann wirklich, ist relativ leicht, die Uhr. Man merkt sie eigentlich beim Tragen kaum. Und eben diese Schattierungen mit dem Licht am Ziffernblatt sind doch sehr gelungen. Auf der Schließe haben wir auch nochmal das Logo von Karl F. Bucherer.